Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr habt es wahrscheinlich unschwer erkannt, ich bin bereits im Warlords of New York Add-on/DLC angelangt. Das Ganze startete ja mit extremen Schwierigkeiten. Die meisten von euch werden jetzt sagen, ja, war ja nicht anders zu erwarten und ihr hattet tatsächlich recht. Aber wie ich bereits in einem Kommentar im Community-Tab gesagt habe, ich bin halt ein alter Sack, der es zwar besser weiß, aber immer ans Gute glaubt und deswegen hatte ich gehofft, dass es diesmal anders sein würde. Es war natürlich nicht anders. Ich persönlich konnte auf dem PC erst so gegen 17:30 Uhr, 18 Uhr einsteigen. Bin dann auch gleich mal nach New York gestartet. Hier sieht man die Map. Und mit Dead After Dawn sind wir schon mal ein bisschen vorgedrungen in die Geschichte. Das Ganze macht einen, ja, macht schon einen sehr guten Eindruck. Grafisch auf alle Fälle einwandfrei, wie immer. Hier sehen wir die 1, 2, 3, 4 verschiedenen Distrikte der New York Map. Und Vorgeschichte wissen wir ja, wir müssen in jedem Bereich einen seiner Adjutanten, also einer der vier Adjutanten von Aaron Keener, besiegen, um dann letztendlich gegen Aaron Keener antreten zu können. Hier sieht man, hatte man gerade kurz gesehen, dass die Fahndung nach Aaron Keener mit 13% gerade abgeschlossen war. Problem ist jetzt allerdings, dass das Ganze komplett verbuggt ist, denn in jedem Bezirk müssen wir erstmal ein Safehouse freischalten und dann mit einem NPC reden und das geht in keinem der vier Bezirke. Na, man sieht es hier, die Leute stehen hier rum. Ich müsste jetzt hier mit ihm reden, um einen Hinweis zu kriegen, wie es weitergeht. Und es geht einfach nicht. Und habe auch gerade kurz mal im Ubisoft-Forum geschaut, das Ganze ist verbuggt. Auch bei den Kontrollpunkten gibt es leichte Probleme, habe ich zwar jetzt keine gehabt mit dem Abgeben von Ware, aber es ist anscheinend auch so, dass es teilweise nicht gezählt wird, wenn man SHD-Tag auf Spezialisierungen verteilt. Also es ist kurz und gut, es ist wirklich verbuggt. Spieltechnisch, das macht zwar Spaß, aber es macht halt relativ wenig Sinn, hier die Map frei zu spielen, wenn es einfach storymäßig nicht weitergeht. Wie gesagt, der Start war wieder mal sehr unglücklich. Entgegen der Ankündigung, und das ich finde es sehr gut, konnten die NPCs, die NPCs, lol, die Konsolenspieler, die NPCs, das war jetzt wirklich ein Fauxpas, die Konsolenspieler schon vor den PC-Spielern irgendwie spielen, obwohl die ja eigentlich erst ab heute Nacht 0 Uhr spielen hätten können sollen. Komischer Satzbau, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich gönne es ihnen natürlich von ganzem Herzen. Aber auch da sieht man, dass die das alles irgendwie nicht so ganz im Griff hatten. Kurzes Wort für alle, die vorher mit dem Hardwired-Set rumgelaufen sind. Ich habe mittlerweile ja, ein bisschen rumgeschaut und das Hardwired-Set ist meiner Meinung nach mehr oder weniger nutzlos geworden. Und zwar richtig nutzlos. Also es ist zum Beispiel so, wir können mal kurz schauen. Ich glaube, ich habe es noch irgendwo im Gear, müsste ich noch ein Hardwired-Piece haben. Hier haben wir zum Beispiel einen Bug, dass da gibt es überhaupt keine Beschreibung bei den Masken. Der Rucksack, nee, wo hatte ich denn noch was? Da auch nicht. Hier, okay, also Hardwired. Wir haben bei zwei Teilen 50% Fertigkeitentempo, bei drei Teilen 50% Fertigkeiten Schaden. Dann haben wir plus 15% Reparaturfertigkeiten. Whatever, da kenne ich mich noch gar nicht aus. Beim vierten Teil Rückkopplung ist auch komplett verändert worden. Also diese Geschichte mit dem Cooldown, dass der sich gegenseitig zurücksetzt, also wenn das Geschütz jemanden tötet, dass dann quasi die Seekers zurückgesetzt werden und vice versa, also andersrum, gibt es nicht mehr. Und macht also für mich dann relativ wenig Sinn, mit dem Hardwired weiterzuspielen, was sehr, sehr schade ist. Vielleicht kann man es doch irgendwie mal mit irgendwas anderem kombinieren, aber momentan sieht es da düster aus. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für meine geliebte Pestilenz. Die hat zwar noch die Seuche der Outcasts, aber diese gelbe Gasexplosion ist eben auch nicht mehr da. Ich habe irgendwie eine Vollstrecke gekriegt, die schon auf Level 40 ist. Keine Ahnung, warum und weshalb. Aber ja, wir werden im Großen und Ganzen wohl mehr oder weniger komplett neue Gearsets bauen müssen. Ansonsten positiv zu erwähnen ist die ganze Umgebung New York, Straßenschluchten, Hochhäuser, wirklich cool gemacht. Aber wie gesagt, man kann die Einsätze momentan nicht durchspielen, weil sie leider verbuggt sind. Dann gibt es noch auf der Bekleidungsfront was zu berichten. Und zwar
Gehen wir mal in die Outfits rein. Das schwarze Hunter-Outfit gibt es hier unter Vermächtnis. Da werden jetzt nur zwei von drei angezeigt. Es wird wohl noch ein drittes geben. Dann haben wir hier einmal den schwarzen Hunter. Ich kann den mal komplett ausrüsten. Dann schauen wir uns das mal in Natura an. So sieht er also aus. Ich persönlich finde ihn nicht spektakulär, muss ich ehrlich sagen. Also mir persönlich gefällt das gelb-rot-schwarze Hunter-Outfit besser, aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Auf alle Fälle gibt es den jetzt aus den Kisten raus schon. Also ich habe zum Beispiel die Halskrause habe ich schon aus einer Kiste an einem Kontrollpunkt rausgezogen. Den Rest habe ich mir gekauft. Dann haben wir bekleidungstechnisch noch ein zweites Outfit und zwar, wo haben wir es hier, auch unter Vermächtnis natürlich ein Black Tusk Outfit, was mir jetzt persönlich sehr gefällt, ist dieses Urban Camouflage Gedöns. Die Mütze, naja, ist so eine Sache, jetzt weiß auch nicht, warum er jetzt immer noch die Maske von dem Hunter anhat. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ne, wir müssen nochmal hier raus. Also ich finde das mit der Bekleidung zum Beispiel, finde ich es ziemlich umständlich gemacht auch. Jetzt legen wir erstmal das an. So, genau. Dann gehen wir hier wieder raus auf Bekleidung. Dann wollte ich eigentlich das hier anziehen. Die Maske kommt weg. Das hier ist die kugelsichere Maske. Die gibt es mit... beim Kauf von Premium Credits gibt es die dazu. Und ja, das ist jetzt eigentlich so, Charakter inspizieren, das Black Tusk Outfit. Ich find's cool, endlich mal wieder was so, ja, pseudo-militärisches. Gefällt mir. Ja, jetzt stehen wir da, Warlords of New York und... ich denke, wir werden bis morgen wohl mal abwarten müssen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es morgen eine Serverwartung geben wird und dass wir dann... Da kommt jetzt bestimmt ein Goblin. Da rennt er schon, komm. Da rennt er doch schon. Nee, es ist keiner. Na, ihr erlebt eine Premiere. Ich bin mit dem Sturmgewehr unterwegs, mit dem P416. Die Seeker Mines sind immer noch... gut zu spielen, richten auch Schaden an, aber wie gesagt, dadurch, dass beim Hardwire jetzt diese Cooldown Zurücksetzungsfähigkeit, wie auch immer man das nennt, nicht mehr vorhanden ist, ja, nicht mehr ganz so easy. Was aber vielleicht auch gar nicht schlecht ist, da muss ich mich natürlich dann mal wirklich mit den Gearsets befassen. Ansonsten kartenmäßig, wir können ja mal kurz gucken, ist auch wieder das gleiche. Wir haben wieder Kontrollpunkte und die dazugehörigen Aktivitäten. Wir können ja mal hier schnell eine machen. Nein, das funktioniert auch nicht so richtig mit dem Markieren. Jetzt machen wir mal schnell noch das hier. Dann sehen wir schon, was da rauskommt. Und ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass morgen früh am Dienstag die Server down sind und dass wir dann vielleicht einen Day One Patch erleben. Ansonsten, wenn man sich die Foren anschaut, geht es natürlich wieder hoch her. Alle möglichen Streitereien eskalieren da und so. Ich halte mich da raus. Ich bin froh, dass es einigermaßen vorwärts geht, dass man überhaupt was spielen kann. Aber es ist natürlich blöd, weil die Story selber geht irgendwie nicht voran. Ansonsten, ne, typische Skyline, New York. Mit dem Rekalibrierungssystem und dem überhaupt dem ganzen neuen Gear 2.0 muss man sich natürlich erstmal wirklich befassen, weil das, also die erste Viertelstunde, da ist ein Telefon, die erste Viertelstunde war ich wie erschlagen und bis man da mal durchblickt, hoppla, Stufenaufstieg, Anfertigungsstufe erhöht, ein Bekleidungsbehälterschlüssel und ein Feldexperte. Dann schauen wir doch gleich mal hier in die Feldexperten-Geschichte rein, was da so drin ist. Haha, M249 Parataktik. Splitterschutzweste HANA U Corporation. Fertigkeitenrang plus 1. Na, das ist jetzt halt alles komplett ungewohnt. Wir können uns das mal angucken. Auch auf den Waffen. Wo ist denn das M249? Rüsten wir das mal aus. Okay, da ist noch alles. Kernattribute 4% LMG-Schaden, 4% Schaden gegen ungedeckte Ziele. Okay,
Okay, bei den Waffen ist es vielleicht nicht so verwirrend, aber bei den Klamotten finde ich es echt wirklich extremst verwirrend. Mit Kernattributen, Attribute und die Talente gibt es nur noch auf dem Rucksack und auf der Weste. Das sind halt alles so Sachen. So, LMG-Schaden. Path of Defense. Okay. Ja, wie gesagt, also damit muss ich mich erstmal wirklich ausgiebig befassen, aber ich habe die nächsten Tage dafür Zeit und dann werden wir natürlich auch einen Livestream machen. So, was ist hier? Verstehe gerade nicht, was hier los ist. Das sieht mir aber nach einem SHD-Technik-Behälter aus. Bloß sehe ich ihn halt irgendwie nicht. Ja gut, an der Stelle blende ich mich mal aus, sonst wird es ein zu langes Video für den ja nicht ganz so spannenden Content, den es jetzt zu vermelden gibt. Ich wollte nur mal ganz kurz einen Einblick geben und wir halten fest, das Ganze ist spielbar, aber momentan noch verbuggt und da müssen wir halt dann abwarten. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Zocken, guten Loot und lasst mir eure Comments da. Was denkt ihr? Wie sind eure ersten Eindrücke? Und bis zum nächsten Mal, euer Ü40.